Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute darf ich endlich mal mit meinem Sohn eine Runde grillen. Der hat einen besonderen Wunsch gehabt. Luis, was gibt's denn heute? Es gibt die Bud Spencer Pfanne. Wie Bud Spencer? Was denn, Ja. also sag mal, wie kommst du da drauf? Einer meiner Lieblingsfilme. Schön Speck, Bohnen, Zwiebeln. Und was wir noch dazu brauchen, seht ihr gleich nach dem Intro. Luis, was brauchen wir denn dafür eigentlich? Also, wir brauchen natürlich Baked Beans, Kidneybohnen, weiße Bohnen, auch ein bisschen passierte Tomaten, dann einmal schön Cabanossi und ordentlich Bauchspeck, schöne Zwiebeln und Knoblauch, paar Gewürze und die Barbecue-Soßen eurer Wahl. Dann fangen wir mal an zu schnippeln, ne? Wie kann ich dir denn helfen? Oder also helfe ich dir oder du mir heute? Ich würde sagen, du hilfst mir. Okay, was darf ich für dich schnippeln? Also mach du mal schön die Zwiebeln und den Knoblauch und ich mach das Fleisch. Ja, okay, dann machen wir das mal so, ne? Bis gleich. Luis, was machst du jetzt direkt mit dem Speck? Erstmal den Speck in schöne große Scheiben schneiden Ja. und den dann noch im Nachhinein Immer einmal so teilen. teilen, ne? Ja. Genau, ne? Schön grob, wie man es aus den Filmen kennt. Ja, wie ich mich so drauf freue. In der Zwischenzeit pule ich hier schon mal die Zwiebeln. Ja, ist wieder zum Heulen hier. Ein Job zum Heulen für mich. Aber nun gut, war ja so eingeteilt, da macht man das ja gerne mit. Schön große Stücke. Ah, so, ja. Das ist cool. Ob man das jetzt schon mal so probieren darf? Ein Besser kleines nicht. Stück vielleicht? Nee, nee, nee. Nee? Alles kommt schön an die Pfanne. Okay, schade eigentlich. Macht für mich ja schon mal Appetit. Endspurt, Knoblauch, Zwiebeln geschnitten. Und bei Luis habe ich eben gesehen, sieht es auch schon richtig gut aus. Hier, das lassen wir gleich schön in der heißen Pfanne aus. Und jetzt müssen wir nur noch die Cabanossi schneiden. Und dann geht das auch gleich schon ans Grillen, ne? Auf jeden Fall. So, und jetzt erstmal schön die Cabanossi schneiden. Genau, in der Zeit gehe ich einmal ganz kurz die Bohnen abspülen. Die sind ja schön im Tomatensud, die brauchen wir nicht. Schön fein klein geschnippelt haben wir und wir fangen jetzt natürlich mit dem Bacon an. Die Pfanne ist schon heiß, jetzt geht's los, rein damit. So, schön rein damit. Erstmal schön das Fett auch austreten lassen. Und Schön knusprig werden lassen. danach kommt, was willst du da, was kommt danach? Danach Zwiebeln und Cabanossi. Jawohl. Das hört sich nach dem Plan an. So, sehr schön. Also man sieht, das Fett tritt schon aus und der wird richtig geil knusprig. Noch ein bisschen drauf lassen und dann wird das schon. Bacon ist schon richtig knusprig. Rühre gerne nochmal um. Aha. Brutal. Brutal, ne? Und jetzt, wie angekündigt, schön die Cabanossi rein, ne? Oh. Ein bis zwei für die Hunde. Alles klar. Glück gehabt. Ja. So, So, sag mal, was Cabanossi. machen wir denn jetzt? Cabanossi und Speck sehen schon sehr, sehr gut aus. Schön knusprig. Und jetzt kommen die Zwiebeln rein. Und Knoblauch. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Der ist auch mit drin. Kannst das schön So. unterheben. Und sag mal, was in der Pfanne. Ja. Kriege ich schon hin. Ja, sehr schön. Schön mit dem Fett werden die Zwiebeln jetzt schön durchgebraten. Geil. Mega. Riecht auch Ey, das schon gut. riecht voll gut. Ja. Schön.
Was geht denn jetzt? Die Pfanne ist heiß und was kommt jetzt dazu? Baked Beans und unser Bohnenmix. Genau. Kidneybohnen und weiße Bohnen. Sehr cool. Mach mal auf. Na sicher. Juhu. Sehr gut. Geil. Na? Ja, soll Mutti helfen? Ja, ich krieg das hin. Bud Spencer Junior bin ich. Ach so, na klar. Okay, wollen wir gleich schon ran? Ja, sicher. Okay, können wir machen. Auf geht's. Dann, so, ich schnapp mir zwei Dosen. Ja, ich auch. Oh, natürlich. Lass mich mal vorbei oder den so. Grill erstmal aufmachen. Wollte ich ein bisschen Luft ziehen lassen? Ja. Ich habe keine Lust auf eine Stichflamme. Nee. So, wer braucht das schon? Schön rein. Ganz genau. Die kratzen wir gleich noch aus, ne? Ja. So, und dann haben wir nochmal die Rutsche. Also schön nochmal unterheben. So, jetzt erstmal schön passierte Tomaten rein. Und umrühren. Jetzt kommen die Barbecue-Soßen. Und einmal schön rein für diesen schönen Barbecue-Geschmack. Sehr gut. Und ich hau da jetzt noch so ein bisschen schön Barbecue-geräuchertes Gewürzsalz drauf. Wir müssen ja ein bisschen auch würzen, ne? Ich mach das mal so. Genau. Jetzt rühren wir das Ganze um und lassen es schön einköcheln. So. Wir haben uns noch was überlegt, weil diese Pfanne, schaut sie euch mal an, wie cool sie aussieht. Die ist jetzt auch soweit fertig. Und also, da hauen wir noch ein paar Eier rein. Ich glaube, das passt ziemlich gut. So, das erste sitzt. Zweite. Dritte. Und ich glaube, das war's. Und Deckel zu. Dann gucken wir mal, was die Eier hier machen. Perfekt. Würde ich sagen, holen wir die Pfanne mal vom Grill. Ich glaube, das machen wir mal zu zweit, oder? Was denkst du? Oder auch, ich trage die mal, ne? Stell dich da mal hin. Warte mal auf mich. Oh. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Königlich. Königlich? Haben wir es geschafft? Auf jeden Fall. Das ist unsere Bud Spencers Pfanne. Möchtest du mal probieren? Ja, sicher. Gib mir schön den. Hier, mach. Ja. Ich wette, du verbrennst die Schmute. Das glaube ich auch, aber ich wette, es wird sich lohnen. Brutal. Okay, ich möchte mich auch ganz gern verbrennen. Ich nehme schön ein Stück Bacon natürlich. Ist wirklich heiß, ne? Weißt du? Mega gut. Richtig, richtig lecker. Schön scharf, schön würzig, schön Barbecue-like. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, Kommentar, Abo gerne. Schön, dass du mit mir Spaß hattest. Immer wieder gerne. Ja? Ja. Okay, überleg dir mal noch ein Rezept und dann geht's los. Mach ich, ja? Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.